auferstanden, wirklich auferstanden ist. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Wir wollen gemeinsam Familiengottesdienst feiern. Wir wollen uns heute noch einmal daran erinnern, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass Jesus stärker ist als der Tod. Denn Ostern wird in der Kirche nicht nur am Ostersonntag gefeiert, sondern die ganze Osterwoche ist Ostern. Und selbst die ganze Osterzeit, die bis Pfingsten geht, gehört eigentlich immer noch mit zu diesem Fest. Denn das ist eine Erfahrung, das ist etwas so Großartiges zu wissen, das Leben ist stärker, Gott ist stärker als alles Leid, als alles aller Tod, dass es sich lohnt, das eine ganze Woche zu feiern. Wir wollen nun unseren Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, du hast für uns gelitten. Du bist für uns am Kreuz gestorben. Aber das war nicht das Ende der Geschichte. Dein Vater, Gott, hat dich auferweckt. Nach 3 Tagen, so heißt es. Herr, du möchtest auch uns Leben schenken. Du bist da, ganz gegenwärtig, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. Du lässt uns immer wieder spüren, du bist das Leben und du möchtest das Leben für uns. Danke, Herr. Sei du jetzt mit uns. Hilf uns, Gemeinschaft zu halten, wenn wir jetzt jeder für sich und doch zusammen mit dir feiern. Amen. Heute hören wir als Bibeltext noch einmal eine Auferstehungsgeschichte aus dem Johannesevangelium. Am Abend dieses Tages, nachdem Maria Magdalena Jesus gesehen hatte, waren alle Jünger zusammen. Sie hatten die Türen fest verschlossen, aus Angst vor den Juden und den Soldaten. Und sie beteten gemeinsam, denn Gott sollte ihnen helfen zu verstehen, was eigentlich passiert war. Da stand plötzlich Jesus mitten unter ihnen und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Fürchtet euch nicht, ich bin es. Er zeigte ihnen die Wunden an seinen Händen, damit die Jünger ihm glaubten. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Gott, mein Vater, hat mich zu euch gesandt, damit ihr glaubt, dass er stärker ist als der Tod und damit ihr keine Angst mehr habt. Und wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Ich schenke euch den Heiligen Geist. Er wird euch bei allem helfen und euch Kraft geben, egal was noch kommen mag. Thomas, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam.
Die anderen Jünger sagten zu ihm: Es ist unglaublich. Wir haben den Herrn gesehen. Er war hier bei uns und hat mit uns gesprochen. Er ist wirklich auferstanden. Er antwortete ihnen: So ein Unsinn, das glaube ich nicht. Wenn ich ihn nicht selbst sehe und meine Finger nicht in die Wunden der Nägel an seinen Händen lege, glaube ich nicht. 8 Tage danach waren seine Jünger wieder versammelt, und dieses Mal war Thomas dabei. Die Türen waren fest verschlossen, wie beim letzten Mal. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann drehte er sich zu Thomas und sagte: Thomas, streck deine Finger aus. Hier sind meine Hände. Siehst du die Wunden der Nägel? Sei nicht ungläubig, sondern gläubig, denn ich bin es wirklich. Da fiel Thomas vor Jesus auf die Knie und sagte: Mein Herr und mein Gott. Jesus nahm ihn in den Arm und sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Wie gut wird es erst für die sein, die nicht sehen und doch glauben. Ich kann Thomas gut verstehen. Er kann nicht einfach glauben, was die anderen sagen. Er möchte es mit eigenen Augen sehen. Er möchte Jesus anfassen, damit er wirklich begreifen kann, dass Jesus lebt. Genau so geht es uns doch auch oft. Es ist so schwierig, an Gott zu glauben, weil man Gott eben nicht sehen und nicht anfassen kann. Wir haben die Geschichten in der Bibel, aber die sind 2000 Jahre alt. Und wer kann schon sagen, was von dem eigentlich stimmt, was da geschrieben steht? Auch wir würden Jesus so gerne sehen und anfassen können. Das wäre doch so viel einfacher. Das Großartige an der Erzählung vom ungläubigen Thomas ist, dass Jesus tatsächlich nur für ihn noch einmal erscheint. Jesus lässt sich von ihm berühren. Er versteht Thomas und seine Zweifel. Jesus möchte, dass Thomas glauben kann. Auch uns möchte Jesus helfen zu glauben. Heute ist eigentlich Weißer Sonntag, der Tag, an dem viele Kommunionkinder eigentlich die erste heilige Kommunion empfangen würden. Jesus hat uns diese Kommunion geschenkt, damit wir etwas zum Anfassen haben. Dieses kleine Stückchen Brot, in dem Jesus sich in unsere Hände legt, soll uns helfen, ihn zu begreifen. Es soll uns helfen, seine Gegenwart zu spüren. Ich glaube ganz fest, wer sich Jesus öffnet, im Gebet, im Empfang der heiligen Kommunion, in der Stille, dem schenkt Jesus diese Erfahrung, dass er da ist, dass er mich berührt, so wie damals Thomas. Amen. Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund und die Heilungsströme fließen, meine Seele wird gesund. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre mein Herz brennt von neuem nur für dich, in deiner Gegenwart. Nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, dann bin ich mit dir
verbunden und mein Hunger wird gestillt. Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst. Und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Jetzt wollen wir miteinander beten und Fürbitte halten. Ich lade euch alle ein, einmal gut nachzudenken, für wen möchtest du heute beten? Welcher Mensch hat das heute ganz besonders nötig, weil er vielleicht alleine ist, traurig, krank, weil ich mir einfach um ihn Sorgen mache oder weil ich ihn einfach sehr gerne habe? Wir wollen einen Augenblick Stille halten und all diese Menschen mit ins Gebet nehmen. Herr Jesus Christus, du bist das Leben. Du möchtest, dass alle Menschen das Leben haben, dass es allen gut geht. Herr, du kennst unsere Herzen. Du weißt, was jeder von uns gerade gebetet hat. Sei bei all den Menschen, an die wir gedacht haben, stärke sie. Lass sie spüren, dass du für sie da bist. Amen. Wollen wir jetzt gemeinsam beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ende unseres Gottesdienstes wollen wir uns unter Gottes Segen stellen. Guter Gott, du liebst alle Menschen. Segne und beschütze alle, die krank sind in diesen Tagen, alle, die einsam sind, alle, die Angst haben. Sei bei jedem Menschen, der dich gerade im Moment ganz besonders braucht. Sei bei uns und unseren Familien. Segne uns
und gib uns Kraft, dass wir für andere da sein können. Dazu segne uns, unser guter Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So, für heute ist unser Gottesdienst zu Ende. Aber ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen in den nächsten Wochen, wenn wir wieder voneinander hören, wenn wir gemeinsam beten und gemeinsam Gottesdienst halten oder einfach aneinander denken. Ich wünsche euch alles Gute und dass ja dieses Wissen, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus für uns alle das Leben möchte, auch in euch Wurzeln schlägt und euch weiterträgt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sei gepriesen.